Die einfachste Spur auf der Suche nach den Resten des alten Flughafens ist zweifelsohne der Tower in der Olof-Palme-Straße. Seit der Verlegung des Flughafens stand das Areal weitgehend leer. Drei Ausschreibungen in den Jahren 1995, 2006 und 2009 waren gescheitert. Die Stadt wollte eine hochwertige Nutzung für das Wahrzeichen der Messestadt. Im Jahr 2013 bekam dann die Medizintechnologiefirma Brainlab AG den Zuschlag. Sehr zur Freude von Oberbürgermeister Dieter Reiter und Kommunalreferent Axel Marquardt. Etwas schwieriger zu finden, die ehemalige Abfluganzeige. Wer sich dieses Relikt ansehen möchte, muss zur Grünanlage am Übergang der Stockholmer und der Caroline-Herschel-Straße gehen. Was sich leider nicht vermeiden lässt, dass Vandalen dort ihre Schmierereien hinterlassen haben. Weil Flugzeuge auch damals schon faszinierend waren, gab es auch in Riem eine Besuchertribüne. Das Kopfteil findet sich am Rande des Neubaugebiets in Riem, wenn man die Kopenhagener Straße durchgeht. Das andere Ende erreicht man über die Dublinstraße. Allerdings ist der Großteil eingezäunt, denn es herrscht Einsturzgefahr. Ein letztes Relikt vom Flughafen Riem ist nicht ganz so einfach zu finden und es ist auch nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. Vor 25 Jahren ist auf dieser Start- und Landebahn zum letzten Mal ein Flieger in München-Riem gelandet. Wenn Sie wissen wollen, wo Sie dieses letzte Stückchen noch finden können, gebe ich Ihnen nun einen Tipp. Schauen Sie auf Google Maps nach Frauenwald 2000.